Hey liebe Freunde und willkommen zu einem weiteren Part zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Auf jeden Fall befinden wir uns immer noch im Ranel-Tempel, aber wir dürften uns auch langsam dem Ende dieses Dungeons nähern. Wir haben auf jeden Fall, dürften wir im finalen Raum sein. Der scheint auf jeden Fall ein bisschen schwieriger zu sein. Hört das auf, ja. Okay, die Gegner, die kann ich aber töten. Doch viel zu stark. Ja klar, als ob der den stapelt. So, hier sind sie sowieso keine Bedrohung mehr. Ah, da muss man so vorarbeiten. Die Frage ist natürlich, ob wir das überhaupt nicht vereisen sollen eher. Schau mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Schauen wir mal. Ich glaube aber eher, dass man das nicht ver... Oder soll man das vereisen? Ah, okay. Jetzt wird das hier aufbauen. Ah, okay. Das kann ich das Ding da machen. Ich dachte mir schon, für was dieser eine Raum da war. Jetzt sind wir wieder im Anfangsraum hier. Ey, es ist aber auch wieder ein sehr einfacher Dungeon eigentlich. So, jetzt muss ich das nur anzünden. Aber soll ich das nicht machen? Oh ja. Wir können es ja im Notfall auch nochmal vereisen. Ja, okay, dann geht das weg und dann kann ich den Ball machen. Ja. Ja, aber es ist ein gar nicht so ein schlechter Dungeon eigentlich. Obwohl er sehr leicht ist auch wieder. Okay. Muss ich das jetzt nochmal vereisen? Weil es sind ja diese Stacheln weg, oder? Ja, okay. Ja, ja. Ja, nochmal cool gemacht, dass man jetzt nochmal diese Kälte und die Wärme nutzen muss. Um das zu lösen. Jo! Dann haben wir den Dungeon auf jeden Fall auch gemeistert. Aber uns steht auf jeden Fall noch ein Bossfight bevor. So, ich heile mich auf jeden Fall nochmal hoch. Ja, bis auf diese ein, zwei Rätsel, da war der auch wirklich sehr einfach. So, ich tue mal auf jeden Fall den ausrüsten. So, ich denke mal, dass der Bruder, ja... Der Bruder ist einfach der Boss, ich dachte mir schon. Oh mein Gott. Aber es ist auch nur eine Kopie, oder? Ja. Das ist nicht Condes Bruder. Ach du Scheiße. Der Biberbrand. Oh mein Gott, er ist aus Platinium. Und den kann ich den Helm runterziehen, oder? Nee. Oder ich muss ihn erwärmen. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ah, oh mein Gott. Das denn gerade? Ach so, ich kann seinen Helm aber angreifen. Aber komm ich ran an ihm. Oh mein Gott! Das ist aber erst die erste Phase. Boah, er macht aber viel Schaden.
Problem ist, man rollt die. Man rutscht die ganze Zeit hier so. Oh. Ja, klar. Greif doch einmal an. Oh, noch einer ist weg. Oh, nice. Und jetzt? Kann ich hier den Helm wegziehen? Ja. Das ist angreifbar, oder? Ja. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Okay, das fokussiert mich sogar. Okay, raus aus dem, aus der Ecke. So, jetzt muss er wieder hinschlagen. Ja, der ist immer kurz so gestunt oder so. So, jetzt wieder dran hier. So, zweite Phase. Was macht er jetzt? Oh, jetzt hat er Feuer. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist wenigstens der Raum. Nicht mehr eisig. Ah, jetzt brauche ich den... die Eisgegner. Oder? Was ist das jetzt? Ich kann ihn schwierig angreifen. Das kann aber nicht die Lösung sein. Den muss man doch irgendwie anders angreifen können. Benutzen. Okay, die können ihn aber angreifen. Ah, die will er auch gleich abwehren. Ja, die will er abwehren. Wow. Kotzen. So lange mich fokussiert. An die Feder muss angreifen. Oh mein Gott. Der ist größer geworden, oder? Den Helm her. So da, Kollege. Jetzt kann ich ihn aber angreifen, oder? Ja. Halt noch eine Phase, oder? Oh, jetzt hat er beides. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich mich... auf jeden Fall heilen. Jetzt wechselt er die Phasen, oder? Okay, die können ja immer noch Schaden machen. Wow. Oh mein Gott. Das ist aber auch ein cooler Kampf eigentlich. Oh, er wächst, jetzt wechselt er wieder. Ja, genau. Wie der einen anvisiert. Ja, im Prinzip ist es das gleiche nochmal, nur jetzt mit diesem Rutschen halt. Ja. Gib mir deinen Helm her. Oh mein Gott. Den Scheiß.
drauf. Schaut jetzt endlich down. Ja. Wir haben ihn. Keine Ahnung, wie ich mich bei dem angestellt habe, aber auf jeden Fall auch ein cooler Kampf gewesen. Ja, der war vor den Dungeon-Bossen auf jeden Fall der schwierigste. Der hat der am meisten zu bieten bis jetzt. So, haben wir auf jeden Fall weitere. Bin gespannt, ob wir jetzt auf Level 9 kommen. Und das Hepa-Geberg ist auf jeden Fall auch wieder gereinigt. Und dann haben wir jetzt alle Risse verschlossen. Level 9. Oh, und wir haben 6. Wie geil. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und wieder 5 Kristalle. So, fahren wir jetzt wieder ein bisschen Backstory. Hohe Priesterin. Aber wir müssen ja noch diesen Nihil da aufhalten. Der ist ja da in diesem Königsraum da gewesen. Zuletzt haben wir den ja gesehen, wo er Link in einen Kristall verschlossen hat. Nairus Segen. Ja, über den geheiligten Baum. Okay. Okay, das heißt, wir müssen noch in den Wald. Den. Okay. Zum Altenhain. Oh nein, ist der gestorben jetzt? Oh nein. Lass uns von hier verschwinden. Und wieder ein Herz. Nice. So. Das heißt, wir müssen zum alten Hain. Nice. Zum alten Hain also. Ich dachte mir, dass das echt sowas nebenbei wäre mit dem Wald der Crocs. Das wäre auf jeden Fall krass gewesen. Wo habt ihr gesteckt? Der Berg wird auf einmal viel sauberer. Wie? Ihr habt das Schwarze weggemacht? Condi ist so glücklich. Was ist Condi? Ja, aber den haben wir dann noch nicht gefunden. Ah, cool. Okay, dann ist der noch gar nicht zurückgekommen. Ja, diese Try ist mittlerweile einem so wirklich ans Herz gewachsen, dieser Try. Die Musik passt jedes Mal so gut. Grö. Okay, das heißt, wir müssen noch in den Krogwald.
Okay. Dein Vater. Oh Scheiße, oh mein Gott. Oh nein! Zanil ist hier, oh mein Gott. Was passiert jetzt? Scheiße, der hat uns jetzt das gestohlen. Diese Macht. Wo sehen wir jetzt sein wahres Ich? Oh mein Gott. Oh, er hat uns jetzt geechot. Oh nein, das kann er jeden täuschen, oder? Oh mein Gott. Ja, genau. Wie der uns so hinterher geschaut hat. So, hä, was war das denn? Okay. Das heißt, wir müssen in den Krogwald. Ah, krass, jetzt hat er das gestohlen. Das heißt, das war die ganze Zeit sein Plan, dass er uns das hier stiehlt. Oh mein Gott. Ah, das ist echt nicht. Das ist echt schlau, das Ding. Oh. Was ist dir zugestoßen? Ah. Ich verstehe. Ja, es wird dann der Dekobaum sein. Den hat man ja auch im Trailer gesehen. Der Wald der Vorzeit. Den haben wir ja eh schon gesehen am Anfang. Nihils Plan. Krass. Aber es spielt auch in dem Teil des Triforce irgendwie keine Rolle. Das ist echt in den letzten Teilen so ein bisschen so verloren gegangen. Ja. Wir müssen Link dort retten. Krass. Ja. Dann wird dort, denke ich mal, das Finale stattfinden. General Dex. Ja. Wir wollen den Wald der Vorzeit. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch gegen Echo Zelda kämpfen müssen. Gegen diese Kopie, diesen Doppelgänger von uns. Nihil und die große Macht. Muss ich gleich. Ah, da muss ich jetzt eh schon hin. Hey, hier war doch ein. Hier habe ich doch einen Checkpoint gehabt, oder nicht? Gut, muss ich sagen, Leute. Dann gehen wir da gleich hin. So, ich denke mal, dass das Haus von Boris sein wird. Also das würde das einzige logische Sinn machen. Aber wollen wir da noch schnell hingehen? Ich gehe da noch schnell hin, Leute. Dass wir das kurz gesehen haben, was da ist. Dann haben wir auf jeden Fall auch alle Orte abgeklappert. Oh, wir sind aber eh gleich da. Auf jeden Fall ist hier irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Hier war ja auch irgendwo auch diese Fee, oder? Also diese eine Frau, die was die Fee sehen wollte, glaube ich. Ja.
War die nicht hier? Die war doch hier, diese Frau, oder? Also irgendwo hier war die auf jeden Fall. Keine Ahnung. Aber wir haben das schon aufgedeckt. Ja, das sieht mega danach aus. Ah, hier ist auch ein... auch ein Wegpunkt. Sprechen wir mal kurz mit dem. Das hat man ja auch im Trailer gesehen. Okay, gibt uns direkt mal Kürbisse, man kennt's. Jetzt bin ich gespannt. Und da muss man dafür den jetzt noch eine Quest machen. Das kann natürlich auch sein. Was? Ah, okay, jetzt kann man sich dann hier solche Maschinen bauen. Ach, von der Gegner mit großen Augen. Der da? Okay. Okay, das haben wir auf jeden Fall bekommen. Mit Feuerstößen. Das könnte ja gar nicht die Modula sein, oder? Okay, das war dann richtig sogar. Krass. Okay, cool. Gespannt, was er da jetzt zusammenbuncht. Die Arachnokette. Ah, okay, da kann man einen Aufziehschlüssel erhalten. Okay. Okay, dann kann man aber schon jetzt noch mehrere Sachen herstellen. Okay, da kann man wirklich geile Sachen, glaube ich, machen. Ja. Krass. Das große Kavums-Feuerwerk. So. Habe ich das jetzt in meiner Ding hier? Wo ist denn das jetzt? Habe ich den jetzt nicht hier? Hä, wie mache ich das? Ah, hier. Ich glaube, das muss ich finden, oder? Der kostet 5. Gut, wir müssen hier hin. Ah, da sind wir, glaube ich, sogar näher dran. Ah, hier ist der ein... ah, hier wäre ein Point gewesen. Hätte ich mich da noch, damals nur besser umgesehen hier noch. Ja. Und hier werden wir Link finden, oder wie? Ah, jetzt kann ich sogar 2 von denen machen. Wald der Vorzeit. Okay. Krass. Echt heftig.
auch schon ein bisschen ein Gebiet auf jeden Fall. Ja, das hat richtig was von... Das hat hier richtig was von... Von Link's Awakening, vom Anfang, von dem Wald. Da oben scheint so ein... Was ist das? Das ist ein Moblin Stufe 3? Schwertmoblin 3. Was kostet der? 5. Und nochmal einen Rubin. Musik ist wieder sehr, sehr gut gewählt. Oh mein Gott. Sind alle down. Decks, alles in Ordnung? Eine Maulschelle. Haben wir das auch hier so schallt? Auch ein cooler Effekt. Ah, die hat das ver... Oh mein Gott. Der, also dieser Nihil ist echt schlau. Jetzt hat er hier auch was verändert. Die 6 Dinger, okay. Alter. Okay. Interessant, Kugel der Vorzeit gemerkt. Okay. Muss ich da ein Rätsel machen? Ach so. Man. Ah, okay. Dann muss man das eigentlich nur finden. Okay, hier ist auch was. Im Wald direkt haben wir auf jeden Fall auch ein Ding. Da muss man ja gar nicht nur alle Dinger finden hier. Okay, hier wird sicher irgendwas Geheimes sein. Es kann natürlich auch sein, dass man die in der richtigen Reihenfolge nur finden kann. Der Ort ist hier halt sehr... Hier ist einer. Okay, man kann den anscheinend irgendwie zufällig aktivieren. Das muss natürlich, kann auch sein, dass das jetzt doch nicht so richtig ist, was ich hier mache. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier am nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.